Heute geht es um das Thema Antragsverfahren auf Feststellung einer Schwerbehinderung. Braucht man dafür bei der Untersuchung durchs Gesundheitsamt einen Anwalt? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Madin Metwurst fragt Folgendes. Ich bin vor 5 Jahren psychisch erkrankt. Während meiner letzten psychosomatischen Kur wurde im März ein Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung gestellt. Nun soll ich zur medizinischen Untersuchung ins Gesundheitsamt und jetzt ist die Frage, sollte ich da einen Rechtsanwalt mitnehmen? Habe ich dazu überhaupt das Recht? Wie verhält man sich bei der Untersuchung? Auch zu diesem Thema wäre ein Video von Ihnen sehr hilfreich. Mache ich doch gern. Zunächst einmal ist aus meiner Sicht die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nicht erforderlich. Es geht ja um Feststellung Ihrer gesundheitlichen Situation. Da kann der Anwalt, wir sind ja nun keine Ärzte, eigentlich nichts helfen. Da kann er eigentlich nur stören. Ich würde das nicht machen. Ob Sie ein Recht haben, ich meine nein. Aber es ist auch nicht grundsätzlich, kann man sagen, warum soll man seinen Anwalt nicht mitnehmen? Ja? Also bloß in dieser konkreten Situation würde ich gar nicht nach dem Recht fragen, ich würde es einfach gar nicht machen. Natürlich sollte man dieses ganze Verfahren, kann man gern von einem Anwalt begleiten lassen, aber letztendlich gibt es ja nachher eine Entscheidung über die Feststellung der Schwerbehinderung und einen bestimmten Grad der Schwerbehinderung. Die sollte man auf jeden Fall innerhalb der Widerspruchsfrist von 1 Monat von einem Rechtsanwalt überprüfen lassen, wenn sie einem nicht gefällt. Nehmen wir mal an, Sie kriegen nur 30% festgestellt, dann gucken Sie, ob der Rechtsanwalt das nicht höher bekommt. Dann gibt es arbeitsrechtlich, wir machen hier viel Kündigungsschutz, gibt es eine Sache noch zu beachten. Wenn Sie mit Ihrer festgestellten Schwerbehinderung unter 50 sind, es gibt ja Grad der Behinderung 30, 40, 50, ich weiß gar nicht, ob es auch 35 gibt oder so, aber es gibt, fängt jeweils bei 20 oder 30 an und überhaupt, ja, 10 gibt es, glaube ich, nicht, 20, 30, 40, 50, glaube ich, gehen so die Schritte. Wie auch immer, wenn Sie nicht 50 erreichen, aber 30 haben, können Sie bei der Bundesagentur für Arbeit einen sogenannten Gleichstellungsantrag stellen und das sollten Sie auch tun. Wenn der genehmigt wird, werden Sie kündigungsrechtlich einem Schwerbehinderten von 50% sozusagen gleichgestellt. Ja? Die arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz und so weiter, die arbeitsrechtlichen guten Dinge, die greifen meistens erst ab 50, Grad der Behinderung von 50. Und kündigungsrechtlich kann man sich ab 30, also bei 20 nicht, aber ab 30 kann man sich dem eben gleichstellen lassen und das sollte man tun. Und man ist dann schon unter Umständen ab Antragstellung geschützt, wenn der Antrag steht, später positiv beschieden wird. Sodass jemand, der dem eine Kündigung droht, es sich immer empfiehlt, erstmal, wenn es überhaupt in Frage kommt, wenn der Arzt das auch bestätigt, dann einen Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung zu stellen. Und wer eben den Antrag nur über 50, also weniger als 50, aber mindestens 30 hat, der könnte noch dazu oder sollte noch dazu den Gleichstellungsantrag stellen. Ich hoffe, Ihre Fragen sind soweit beantwortet. Ich kann jetzt nicht so richtig sagen, wie Sie sich geschickt in dem Verfahren verhalten, also in der Untersuchung verhalten. Das ist eine medizinische Geschichte. Hinterher kann man halt überprüfen, ob da quasi alles richtig gemacht wurde. Aber die Untersuchung selbst, die können letztlich nur die Ärzte sinnvoll machen. Da fehlt mir schlichtweg die Ausbildung, um da einen Rat geben zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und stellen Sie gerne zu diesem Thema auch Fragen. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Tschüss.